Eines der besten Hybridveranstaltungen, die es im Fernsehen gibt, sind Sportveranstaltungen. Denn Sportveranstaltungen sind perfekt organisiert und orchestriert und bieten sowohl den Zuschauern vor Ort als auch den Zusehern, die per Fernsehen zuschauen, ein perfektes Erlebnis. Und daraus können wir natürlich unglaublich viel lernen. Schauen wir uns das einmal an, wie das so im Fußball ist. Wir haben ein Stadion und in diesem Stadion haben wir natürlich auf der einen Seite Menschen, die vor Ort zuschauen, im Stadion sitzen und auf der anderen Seite die, die vor den Fernsehgeräten zuschauen. Und beide Gruppen schauen 90 Minuten das gleiche Match zur gleichen Zeit an. Jetzt ist nur die Frage, haben auch beide die gleichen Informationen, wenn das Match vorbei ist? Und dem ist nicht so. Denn wir haben auf der einen Seite den Stadionsprecher und auf der anderen Seite haben wir den Fernsehmoderator. Und der Stadionsprecher, dem seine Aufgabe ist es, die Stimmung so richtig anzuheizen, während der Fernsehmoderator nicht die Aufgabe hat, uns diese Stimmung irgendwie rüberzubringen und uns da irgendwie noch zum Jubeln und zum Grölen im Wohnzimmer zu bekommen, sondern er versucht uns das Match noch interessanter zu machen, indem er uns ganz viele Informationen einstreut, die irgendwie die Spieler betreffen, die Trainer betreffen etc. Das heißt, im Endeffekt bekommen wir ganz unterschiedliche Informationen von diesen zwei Sprechertypen, dementsprechend eben, wo wir sind. Noch drastischer kann man sich das anschauen und hier können wir wirklich am meisten eigentlich lernen von den Sportveranstaltungen, das sind die Pausen. Denn während die Pausen im Stadion unter Umständen gar nicht so aufregend sind, vielleicht eine kleine Stadionshow dort abläuft, ja, haben wir im Fernsehen dann den Hans Krankl und Co., die uns die ersten 45 Minuten wirklich durchanalysieren, Statistiken liefern und uns genau erklären, warum Österreich wieder mal kein Tor geschossen hat. Der einzige Zweck, den diese Analysen und Gespräche haben, ist natürlich, dass wir nicht wegschalten und irgendwo bei einem coolen Film landen und dann auf die zweite Halbzeit vergessen. Und genau das können wir lernen für unsere Hybridveranstaltungen im Businessbereich. Nehmen wir mal einen normalen Event her, wie der so aufgebaut ist. Wir haben einen Empfang und hier kommen die Leute vor Ort einmal zum Welcome Desk, holen sich ihr Goodie-Bag ab, melden sich dort an, orientieren sich einmal auf der Veranstaltung und schauen einmal, was da so los ist, treffen vielleicht schon die ersten Menschen. Dieses Erlebnis mit den Menschen treffen zum Beispiel können wir online nicht ganz so emotional gestalten, wie wir es vor Ort geschaffen. Aber wir können andere Erlebnisse schaffen. Nehmen wir jetzt den Online-Besucher her, der auf eine Event-Plattform kommt. Die schaut schon mal schön aus, ist cool gestaltet. Dort kriege ich einmal die ersten Informationen, wie ich Fragen stellen kann, wie ich interagieren kann bei der Veranstaltung, wie ich vielleicht auch Leute kennenlernen kann auf der Veranstaltung. Ich kriege vielleicht schon irgendwelche Einblicke in, was mich erwartet. Vielleicht reden schon die Vortragenden kurze Worte zu mir und stellen sich vor und sagen, was heute so passieren wird oder was so die aufregenden Punkte sein werden, was auch immer. Es geht darum, hier wirklich auch einen Empfangsbereich zu schaffen und die Leute schon einmal neugierig zu machen auf das, was jetzt dann kommen wird, nämlich das, was im Saal stattfindet. Und dann wird das für die Planung schon ein bisschen einfacher wieder, denn wir haben dann den Saal mit der Bühne und beide Seiten hören das Gleiche und bekommen auch die gleichen Informationen. Das heißt, der vor Ort und der zu Hause sitzt oder im Büro sitzt, bekommt die gleichen Informationen von der Bühne, weil das ja die wichtigen Key Messages sind, die wir an unsere Zuseher oder an unsere Besucher vermitteln wollen. Und jetzt kommt eigentlich der größte Knackpunkt, die Pause. Und das wird sehr, sehr gerne bei vielen Hybridveranstaltungen vergessen, dass nämlich auch der Online-Besucher etwas erleben will. Während nämlich der vor Ort ist, sich dort super vernetzen kann, Leute trifft, mit den Ausstellern sprechen kann und ein wirklich intensives, emotionales Erlebnis hat, ist natürlich der zu Hause oder im Büro sitzt, verleitet, E-Mails zu schauen, Telefonate anzunehmen und so weiter. Und davon müssen wir ihn abhalten. Und das können wir tun, indem wir zum Beispiel Behind-the-Scenes-Videos einspielen. Videos, wo man sieht, wie das Produkt hergestellt wird. So ein bisschen wie Sendung mit der Maus, ja. Oder wir können ihm auch so ein Chatroulette anbieten, wo er sich vernetzen kann mit anderen Leuten, die online zusehen. Also es gibt auch hier Informationen und Inhalte, die ich mir genau überlegen muss, die ich in der Pause bringe. Denn dann, wenn ich das geschafft habe, dass er eigentlich auch nicht nur mal sich traut, ein Glas Wasser zu holen, dann wird er auch wieder bei der Bühne dabei sein,
dort, wo wir die wichtigen Key Messages unseren Zusehern und Besuchern liefern wollen. Je länger natürlich dieser Event dauert, desto mehr Pausen habe ich und desto mehr muss ich an Inhalten vorproduzieren oder mir überlegen, was ich da jetzt an Inhalten bringe. Wenn auch du eine Hybridveranstaltung planst und noch ein Videoteam brauchst, wir stehen dir gerne zur Verfügung. Wir helfen dir auch gerne bei der Planung mit Tipps und Tricks, was es so ankommt, was man tun kann, was es für Möglichkeiten gibt. Und weitere Informationen findest du auch auf unserer Homepage www.visible7.at. Und wir freuen uns über jedes Feedback und ein Like für das Video etc. Meld dich einfach bei uns. Wir freuen uns auf ein Kennenlernen.